Guten Morgen zusammen. So, was wir heute machen oder in Planung sind, ist, oder Planung ist, sind, ist, wir besuchen die Buchten, die es hier auf Mallorca gibt. Und ich denke, ihr könnt euch gerne dabei sein, falls ihr wollt. Immer wieder sehr erfreut, euch wiederzusehen oder auch ihr neuen herzlich willkommen. So, erster. Wo wir sind, ist hier in Cala Marçal. Marçal. Jo. Aber sei froh. Das ist mal der erste Stopp hier. Wir haben ein Auto gemietet, ein richtig gutes Gefährt. Könnt ihr als Rucksack benutzen. Ich werde es euch nachher noch zeigen. Und hier, geparkt haben wir dort hinten. Das werdet ihr noch alles sehen. So, dann kommt man hier durch, durch den Durchgang. Geht hier runter und sieht das. Schaut euch das schöne Wasser. Das Blau. Das ist wirklich. Ich dachte immer, Mallorca ist so eher so deutschlastig. Ist es auch, ja. Aber es gibt auch ein paar Orte, wie die französisch eingehaucht sind, englisch. Hier sieht man, ja, das ist jetzt scheiße mit der Sonne, aber ich hoffe, ihr seht etwas. Das ist die Bucht, also viel gibt es hier nicht zu sehen. Wurde uns empfohlen, haben gesagt, wir kommen mal her, schauen uns an. Ist schön, Wasser ist wunderbar, aber zum Reingehen jetzt. Ich denke nicht. Ja. Aber wie gesagt, das ist der erste Stopp. Was denkst du? Ich habe beobachtet, es sieht so schön aus. Und ja, danke. Aber es ist, glaube ich, schön für den Wasser. Es ist herrlich. Warum das Wasser, weißt du? Schön. Ich würde gerne hingehen. Gehen wir die Goldküste. Calador. So, das war's. Ihr könnt das sicher noch sehen. Aber die Sonne. Ja, aber trotzdem, schaltet nicht weg. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Unten ist ein Klick. Klickt ihr abonnieren. Und die Glocke. Natürlich, wie immer die Glocke. Das ist wichtig. So. Das mal hier. So ein klar kurzer Besuch. So ein kurzer Besuch hier. Ja, zurück zu meiner Maschine. Mein Herz schlägt immer auf, wenn ich es sehe. Was denkt ihr? Welches ist es? Der Weiße? Ja, vielleicht der Weiße, ja. Der Graue? Also der Blaue sicher. So. Aber warte, ich zeige euch mal das von oben hier. So. Sieht das von oben aus. So, jetzt sind wir im Schatten. Das könnt ihr auch mal da nach vorne sehen. Schöne Einbuchtung hier. Aber schön ist es, wirklich schön ist es. Und wie gesagt, nichts Spezielles, aber ist okay. Man lebt. Aber jetzt zurück zu meinem Auto. Was denkt ihr? Welches ist es? Warte, mal drück mal schnell drauf. Und? Da, mein kleiner Rucksack. Er ist herrlich, ist wirklich herrlich. Aber ich steige jetzt ein und wir sehen uns bald auf der Straße. Bis dann. So,
Auto in meinem geilen. Meine Beine sind fast an meinem Kinn, aber ist okay. So, jetzt geht's Richtung Carador. Goldküste. Oder Goldbucht. Ja, mal schauen, wie goldig es ist. Wenn ich dort kein Gold finde. Damn you, Spain. Aber ich hoffe, wir finden ein bisschen Gold. So sehen die Straßen aus. Nein, nur ein Witz, das ist nur die Hinterstraße. Die Straßen auf Mallorca sind top. Wir sind nur hier durch, weil ich irgendwie anders gefahren bin oder die falsche Richtung genommen habe. Aber egal, so sieht man die authentische mallorcanische balearischen Inseln. Habe etwas dazu gelernt, Jungs. So, jetzt sind wir bei der zweiten Destination angekommen. Ich dachte, das wäre eine einzige Bucht, aber es sind jetzt mehrere Buchten gemeinsam. Das wieder mal durch ein verstecktes Tor. Also das heißt, hier durch. Sieht man nicht, ist klein angeschrieben mit so Cala Petita, La Petita, irgendetwas, ja. Dann geht man hier runter und ich hoffe, es ist schön, weil Dinscher muss jetzt einen Dinsch-Dip machen ins Wasser, solange es noch warm ist, weil es wird, je später der Tag wird, desto kälter wird es. Ja, mal schauen, Leute sind wenig da. Oh shit! Scheiße, Baby! Oh fuck, schaut euch das an! Wow! Herrlich! Da kommen wir. Wow, herrlich, herrlich, herrlich. Ich muss euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ihr fragt euch sicher, warum ist er nicht am Strand? Ja, gute Frage. Und auf die gibt es eine Antwort. Und zwar, ich bin ja mit meiner Frau unterwegs. Und wir sind an den Strand angekommen. Und ja, wir waren dort, sie hat gesagt, sie zieht sich mal schnell um. Ist okay, haben Liegestuhl und so alles gekauft. Alles schön parat. Dann warte ich 2 Minuten, 5 Minuten. Nichts kommt, dann kommt auf einmal meine Frau herbei. Dann sehe ich sie immer noch in dem gleichen Outfit. Dann denke ich mir, entweder konnte sie es nicht umziehen oder war zu klein oder besetzt oder keine Ahnung. Dann sagt sie mir, sie hat ihr Badkleid nicht dabei. Und anstatt dass wir sagen, wer schuld ist, was macht man, wenn man so nett, so liebevoll und so ein guter Mensch ist, man geht und holt es für seine Frau. Ohne Diskussion, ohne gar nichts. Oder? Seht ihr das falsch? Ihr wisst schon, unten in den Kommentaren hinschreiben, ob ihr gleicher Meinung seid oder sagt, nee, sie hat es vergessen oder keine Ahnung, Streitgrund oder sonst irgendetwas. Schreibt mir hin. Ich bin so einer, der sagt, nein, ich gehe es holen, lass, chill mal deine Cojones dort und wir schauen. Oder? Was denkt ihr? Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Dankeschön. So, wieder das gleiche Szenario. Wie gesagt, das habe ich euch aber nicht gezeigt. Hier. So sieht das aus. Da ist die Straße. Und wenn man es nicht weiß, man muss hier runter. Es ist noch schöne. Ah,
Das ist der Beach. Oh, ist Mitternacht, es ist offen. Dann geht man hier durch. Oh, alles im Abfalleimer schmeißen. Nichts auf dem Boden, wie die meisten von den Touristen, Menschen, was auch immer. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Aber ist. Aber ja, ist schön. Und wie gesagt, ich mache es gerne. Und ihr solltet das auch. Schätzt eure Frauen, behandelt sie gut. Denn es werden, irgendwann werden es Mütter sein. Und ihr wisst ja, wie er zu euren Müttern steht. Behandelt sie gleich. Danke.